So Leute, ich bin's wieder, MC Arschel, und ja, ich meine, ich habe jetzt hier schon ein bisschen vom Schiff erstmal nur Pre-Build gebaut. Außerdem habe ich die Welt geändert, also was heißt die Welt geändert? Ist die gleiche Welt wie vorher, nur den Typ ist nicht mehr offline, weil Speicher natürlich. Weil beim Offline, wenn ihr das habt, das ist ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr offline habt und hier in diese Maschine reinguckt, dann arbeiten die jetzt nicht. Hier seht ihr ja, wie das Volumen jetzt weggeht, also da arbeitet es schon richtig. Natürlich wird er hier nicht viel machen, weil der produziert, hier sieht man das jetzt auch, wie er schön produziert. Da kann ich noch ein bisschen rausnehmen, das Fuel hier rein. Und ja, ich baue jetzt hier erstmal so zwei Sachen gleichzeitig. Also hier das, da habe ich nur die Ressourcen drin. Also hier ein paar Stahlplatten. Verbraucht sich immer bloß eine Stahlplatte pro Dings. So, hier mal wieder ein bisschen Inventarplatz geschafft. Und deswegen lege ich jetzt erstmal nur die Grundform meines Schiffes aus. Also ich habe mit Schiffbau nicht wirklich so sehr viel am Hut. Also ich kann nie was bauen, was gut aussieht. Hier halt unten jetzt abgeschrägt. Gerade unten gebaut, dann hier halt so diese Form. Und ja, hier, das Ding hier ist eine Refinery quergelegt. Also da steht's ja. Und ich hab's quergelegt. Und zwar mit der. Jetzt müsste ich überlegen, mit welcher Seite unten. Ich habe die. Auf jeden Fall ist es so, dass hier diese komische Box ist und das hier ist der Assembler. Natürlich baue ich die nicht ab, sondern ich baue hier mit meinen eigenen Teilen. So, das heißt, hier ist dann ein Raum. Ja, hier ist die Wand. Wie man jetzt sieht, sind 46. Platziere ich hier mal noch eins. Sind 45, also pro wird immer nur eine Platte verbaut, weil das nur das Grundgerüst ist. So. Dann hier noch mal eins. Dann da eins drauf. Und hier kommt dann die Türe rein. Ich hoffe, die braucht auch nur Stahlplatten, damit ich sie legen kann. Stahlplatten. Ja, gut. Das macht sich gut. Dann ist das aber eine ganz schön kleine Tür. Gibt's da nicht Mauer kurz, Mauer lang? Sind die Türen nur so klein? Ah, ich glaube, muss eine Doppeltür bauen. Erstmal muss ich das Ding richtig hindrehen. So, was ist denn, wenn ich da jetzt eine Doppeltür draus baue? Ich glaube, das bringt nichts. Das ist alles schon ein bisschen groß hier. Aber das ist ja egal. So, also ich baue jetzt hier auf jeden Fall diese Grundstruktur. Also hier soll so ein Raum sein. So, ich nehme jetzt hier nur mal so ein bisschen mit auf, damit ihr so seht, wie ich das so baue. So. Dann brauche ich jetzt den Viererblock wieder. Und jetzt wieder den Achter. So. So, also hier wird dann so ein kleiner Raum. Ich kann ja kurz mal Gravitation ausmachen. Hier wird so ein kleiner Raum. Hier wird ein Gang. Und hier irgendwo. Entweder direkt hier. Auf jeden Fall denke ich mal, hier kommt dann noch Strukturen, um das Ding zu. Obwohl, nee, so kann ich. Doch, ich mach's mal. Damit ich mit dieser Maschine, falls ich irgendwas hinstelle, nicht in Bedrängnis komme. Noch wieder daneben. Man kann hier auch durch die Dinger durchzielen und kann dann da auf dem Boden platzieren. Da muss man aufpassen. Deswegen immer hier so eine Strebe anzielen.
Also hier einen von den Streben, damit man da wirklich ran platziert. Sonst zielt man da durch. Aber es ist ein bisschen schwieriger. Also da ist nicht mal so schnell klick klick. Ich weiß nicht, wie man das Ding, man konnte das da so ziehen im Creative, aber hier geht es anscheinend nicht. So. Ah, bin ich da außer Reichweite? Okay. So, hier ist dann halt meine Wand. Kommt hier wieder eine Tür rein. Gut, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich müsste das Schiff mal dann ein bisschen bewegen. So, das heißt, ich habe jetzt eine Anlage, wo ich... So, das Schiff soll symmetrisch sein, das heißt, das ist die Mitte. Das heißt, ich mache jetzt hier zwei breit. Und dann hier wieder so rum. Und ja. Das Ganze. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. Hier gehe ich dann nämlich immer so lang, um ein bisschen. Um ein bisschen zu sparen, gehe ich hier dann halt immer so durch die Räume so durch. Da muss ich halt da durchlaufen, ist mir egal. Und ja. Ich hoffe, euch gefällt das soweit, wie ich es gebaut habe. Man kann jetzt zwar nicht so viel erkennen. So, das hier hinten, genau diese acht, diese Blöcke, diese acht. Ja, ich nehme wieder die acht, deswegen. Diese Blöcke sind auch gleichzeitig als Stütze da, weil ich musste das irgendwo anbringen, sonst schwebt das Ding in der Luft als neues Schiff. Ist da, um das hier so zu bauen. Damit ich nicht hier diese Stütze haben muss. So. Also das hier unten wird ein bisschen so flach bleiben, denke ich mal. Ansonsten müsste man hier probieren, ob ich hier noch so einen Gang zwischenkriege. Wenn ich hier jetzt noch, sagen wir mal, eine Trennwand ziehe auf diesen Block hier oben. Ja, dann geht es noch. Dann kann ich hier noch mal so mit so Achter. Ne, das sieht dann blöd aus. Also das geht nicht. Das geht nicht. Weil wenn ich das jetzt hier so lang ziehe. Meine, jetzt sieht er eh schon ein bisschen komisch aus. Ach, ich lasse das so. Oder ich baue es nochmal ein bisschen anders. Das werde ich wahrscheinlich eher machen. Gut, dann baue ich das Ding nochmal ein bisschen anders. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich bin's wieder im Seattle und es... Aha, ich zeige euch mal kurz dieses, erstmal dieses Ding hier wieder einblenden. Das macht man übrigens auf Tab, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ja, das ist jetzt mein Grund. Mein Großschiff. Ich habe schon ein... Ja, geh mal kurz hier rein. Gut, steht noch ein bisschen schief, aber... Ist egal. Ich habe es vom Grund erstmal weggebaut. Da habe ich diese Platte wieder abgebaut, habe es dann mit diesem kleinen Schiff verschoben und ja, ist ja jetzt egal. So, hier vorne der Generator wird gerade als nächstes Ding gebaut, aber erstmal baue ich unten den großen Frachttank da unten fertig. Ich habe allerdings schon einen Assembler fertig und die Raffinerie, die hier ordentlich viel Platz wegnehmen. Hier hinten kommt mein Gravity Field Generator hin und hier ist die Tür nach draußen. Gut, ist zwar da nicht mehr so ganz aerodynamisch, weil es auf der Innenseite nur so ist, aber
Naja. Ja. Gut, hier sieht man das dann noch, weil das ist erstmal nur das Grundgerüst, das muss ich alles noch bauen. Wie gesagt, als nächstes ist erstmal hier der Generator drin, damit ich die ganze Energie von hier nach da holen kann. Und dann kommt hier vorne jetzt das Cockpit, wird noch gemacht. Und hier dann kommt irgendwann das und die Türen und dann kommen irgendwann die Außenstruktur und so. Jetpack wieder aus, jetzt wieder an. Gut, wie ihr sagt, hier unten ist noch alles intakt. Ich wollte aber gerade mal was probieren mit euch. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es funktioniert. Da muss ich mir nur noch was überlegen, wie das passt. Und zwar hier links habt ihr ja gesehen, da ist eine große Fläche. Also hier links, da kann ich nicht wirklich was hinstellen. Gut, die erstmal speichern natürlich. Kann ich nicht wirklich was hinstellen. Aber ich müsste mein Schiff so klein gebaut haben, dass es gerade so reinpasst. Gut, ich denke aber mal, toll, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Okay, nehme ich das mal kurz weg. Ich denke aber mal, das muss ich dann, wenn schon, dann schon rückwärts parken. So schnell hier. Halt, Außenansicht. Bisschen höher. Noch ein bisschen runter. So, in der Nähe ist eins, das heißt, ich kann das Ding einschalten. Energie aus. So, wie sieht es denn jetzt aus? Sag mal, wir haben jetzt dieses Ding da geschlossen. Also irgendwie muss ich da noch gucken, irgendwie kriege ich das schon noch rein. Null. Wieso spawn ich denn da außen? Na gut, wenn ist auch egal, dann fliege ich schnell hinter, aber ich komme auf jeden Fall ran. Da sieht man wieder, hab das Schiff sogar noch ein bisschen schiefer jetzt gemacht. Auf jeden Fall mein Mining-Schiff passt rein. Ich kann den Generator verlegen. Das Ding könnte ich hier auch verlegen. Das Problem ist, dann habe ich aber hier eine freie Fläche. Wo ich dann mal schnell... Und ich meine, da hier gibt es kein... Müsste sowas wie eine halbe Dings geben. Nein. Ja, die gibt's nur so, das ist blöd. Ja, aber ich denke, das passt hier auch nicht rein. Weil dieses schöne Landebein da erstmal blockiert.
Ah. Das würde aber, glaube ich, gehen. Interne Panzerung. Okay, hole ich mir mal kurz. Das will ich mit euch noch mal kurz gucken. Stell mal kurz für kleine Schiffchen. Ah ne, große Schiffchen. Da Dinge. Inventar, gut. Also wenn das dann noch so funktioniert, dass ich da nicht durchfalle und trotzdem an mein Schiff rankomme, dann ist das doch gut. Hey, super, weil dann kann ich da nicht durchfallen. Kann ich da nämlich nicht durchfallen. Was ja schon mal sehr wichtig ist. So, dann nehme ich da noch ein bisschen mit. Die Metallgerüste sollten dann auch eigentlich schnell gehen. Natürlich erstmal wieder speichern. Judy, da ist der Part dann aber auch schon vorbei. Und ja. Meine Schiff nimmt ja langsam Form an. Außerdem muss es ja nicht euch gefallen, sondern mir. Und ich habe euch von Anfang an gewarnt, dass ich keine guten Schiffe bauen kann. Jetzt kommen schon die Metallgerüste. Das ist aber schon funktionstüchtig. Was kann ich damit machen? Nichts. Oh, ist doch nicht schlimm. Hauptsache, ich komme hier ran und kann das Ding hier vorne dann irgendwo rausfliegen. Dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Eventuell mit Motor oder sowas. Hm. So, machen wir mal schnell ein paar ran. Holen wir mal schnell die Stahlrohre. Das brauche ich. Keine Ahnung, wofür ich das da brauche. Ich will übrigens als nächstes einen kleinen Generator herstellen. Frei wieder Eisen. Ach. Ja, erstmal herstellen lassen. Den Rest brauche ich, glaube ich, für da drüben, für das Ding. So, dann baue ich das Ding mal schnell fertig. Weil die Dinger sind schon fertig. So, jetzt... Ah, nicht mehr im Inventar, das ist richtig. Und was brauchst du jetzt noch? Oder habe ich die schon fertiggestellt? Herstellungskomponente 20, genau dafür waren die Dinger. Die Platten habe ich erst einmal hergestellt und zweitens waren die zur Produktion... die, wie ist denn das Ding jetzt, für den Generator, genau. Reaktor klein. So, dass ich ihn von vorne erreichen kann. Das ist gut, ja. So, dann kann ich hier ein bisschen weiter bauen und dann muss ich hier natürlich ein bisschen weiter nach vorne gehen, als ich eigentlich wollte.
denn das Ding manövriert sich nicht von selber. Aber ich lasse mir da noch gleich mal was einfallen. Bis gleich. Ciao, ciao.